habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, Herr Kollege Brandt, ich will das ausdrücklich zurückweisen, dass die SPD-Fraktion, und Sie haben ja maßgebliche Akteure genannt, eine Fraktion von Putin-Verstehern sei. Wir ringen um den richtigen Weg, in der Tat. Aber ich glaube, wir sollten diese Gemeinsamkeit hier nicht aufs Spiel setzen. Die Gemeinsamkeit, die jedenfalls in einem großen Teil dieses Hauses vorhanden ist. Wir ringen um den richtigen Weg. Wir ringen auch in der Frage von Waffenlieferungen um den richtigen Weg. Wir sind uns einig, dass wir humanitäre Hilfe brauchen. Wir sind uns einig, dass wir im Bereich der Strafverfolgung alles tun wollen, um diejenigen, die in Russland Kriegsverbrechen alltäglich und stündlich begehen, zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich will das deutlich machen, diese Breite der Übereinkunft des Hauses, die sollten wir hier wahren, und mit Ihren doch, finde ich, niveaulosen Angriffen stellen Sie das in Frage, und das finde ich falsch. Im Übrigen haben wir eine Debatte insgesamt zum Menschenrechtsansatz der deutschen Bundesregierung und der Bundespolitik, und ich will das ausdrücklich sagen, die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen hat einen umfassenden Menschenrechtsansatz, einen Ansatz, der nach außen guckt, ja, selbstverständlich, aber auch einen Ansatz, der sich nach innen richtet und der sich innenpolitisch mit Menschenrechtsfragen beschäftigt. Es ist nämlich immer ziemlich einfach, nach draußen zu gucken und zu sagen, was andere so falsch machen. Wir müssen auch nach innen gucken und darüber nachdenken, was wir verbessern können. Im Bereich des Antisemitismus, im Bereich der Islamophobie, des Antiziganismus, der Queerfeindlichkeit und vielem anderen mehr, da haben wir viel miteinander zu diskutieren. Und wenn wir diese Arbeit gut im Inland machen, dann gibt uns das umso mehr Möglichkeiten, auch nach außen entsprechende Kritik zu üben. Deswegen will ich begrüßen, dass es umfassende Hinweise und umfassende Berichte in dem Bericht gibt zum Thema Kindesmissbrauch, zum Thema Umgang mit Menschen mit Behinderungen, zu Rassismus und vielem anderen mehr. Und ich will betonen, dass die deutsche Bundesregierung, diese deutsche Bundesregierung, viele neue Formate geschaffen hat, um sich Menschenrechtsthemen im Inland zu widmen, zum Beispiel mit dem erst kürzlich erschienenen Antisemitismusbericht. Ich will vor allen Dingen aber auch würdigen die Institutionen, die wir hatten und die wir gestärkt haben, und will vor allen Dingen nennen die deutsche Menschenrechtsinstitution, das ist das Deutsche Institut für Menschenrechte. Es war dieses Haus, was es gemeinsam am Ende geschafft hat, diese Institution, die mal geschaffen wurde unter Rot-Grün, vor schon einigen Jahren neu aufzustellen und mit neuer Stärke zu versehen. Wir haben neue institutionelle und personelle Kapazitäten geschaffen, damit wir in der Tat vor allem die Menschenrechtslage im Inland monitoren können, damit wir aber auch nach außen handlungsfähig sind. Und dieses Institut hat eine große internationale Anerkennung, und die haben wir jetzt gestärkt mit dem letzten Bundeshaushalt. Und wenn ich darüber rede, dass man nach innen gucken muss, dann sind wir auch gleich bei dem Problem nach außen. Wir haben eine Institution in Europa, die zu wenig bekannt ist. Es ist nicht die Europäische Union, die ist auch wichtig. Das ist der Europarat. Und der Europarat hat eine Schwächephase. Das muss man so sagen, aber nicht, weil die Institution so falsch wäre, sondern deshalb, weil es ganz viele Staaten gibt, die eben nicht nach innen gucken wollen, die verhindern wollen, dass es Kritik an dem gibt, wie sie mit Menschenrechten im eigenen Land entsprechend umgehen. Und deswegen gibt es ein Gipfeltreffen in Kürze in Island. Da wird Bundeskanzler Scholz teilnehmen, und nächste Woche wird die Bundesaußenministerin in Straßburg sein und alles tun, damit dieser Europarat entsprechend gestärkt wird. Weil ich finde, das müssen wir klar machen. Das Herz europäischer Menschenrechtsinstitutionen ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Und es ist fundamental, dass die Mitgliedstaaten Gerichtsurteile dieses Menschenrechtsgerichtshofs akzeptieren. Das gilt übrigens auch noch für das Land, was gerade angesprochen wurde. Wir haben Russland rausgeschmissen aus dem Europarat mit guten Gründen, aber sie sind trotzdem weiterhin verpflichtet, Gerichtsurteile umzusetzen, zum Beispiel Alexei Nawalny freizulassen. Es gilt aber genauso für die Türkei. Es gibt klare Gerichtsurteile, Osman Kavala und Selahattin Demirtas freizulassen. Und ich finde, dieser Deutsche Bundestag muss unterstreichen, dass wir den Europarat stärken wollen, dass wir den Gerichtshof stärken wollen, und wir deutlich machen, die Urteile müssen auch von der Türkei umgesetzt werden, und die beiden müssen freigelassen werden, umgehen. Wir haben einen gemeinsamen Ansatz und haben uns da auch bewegt, das will ich ausdrücklich würdigen, in den letzten Wochen und Monaten einer feministischen Außen- und Entwicklungspolitik. Und ich begrüße ausdrücklich, dass am Ende die Iran-Debatte, die schwierige Lage im Iran, dazu geführt hat, dass wir dort auch gerade mit der Union näher zusammengekommen sind und ein gemeinsameres Verständnis von feministischer Außen- und Entwicklungspolitik entwickelt haben. Es ist nicht nur
der Blick auf Frauen und von Frauen. Das ist auch so und das ist auch ganz wichtig, aber es ist der Blick von mehr hinzugucken und mehr aus den Augen zu betrachten, die internationale Politik von wirklich marginalisierten Gruppen, ob es Indigene sind, ob es Menschen mit Handicap sind, queere Menschen und viele andere. Das ist eine neue Qualität der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik, die wir hier eingebracht haben. Und ich glaube, das stützt am Ende eine menschenrechtsbasierte Außen- und Entwicklungspolitik. Und auch da will ich sagen, dass wir institutionell vorangegangen sind. Wir haben Stiftungen wie die Marie-Elisabeth-Selbert-Stiftung ausgeweitet, damit wir Menschen, die bedrängt sind, in anderen Ländern entsprechend helfen können. Wir haben die Botschaften verbessert, wir haben die Kapazitäten der Botschaften verbessert, Menschenrechtsfragen behandeln zu können. Und wir sind dabei, weiterhin über Aufnahme besonders vulnerabler Menschen zu sprechen. Und so schwierig die Debatte um Afghanistan war und sie weiterhin ist, es war gut, dass wir dort einen weiteren Schritt gegangen sind. Wir werden nicht alle Menschen retten können, aber wir sollten versuchen, so viele Menschen retten zu können aus Afghanistan, wie wir können, am Ende eben auch in Deutschland. Insofern glaube ich, haben wir viele Themen. Man könnte über ganz vieles reden, über die schreckliche Lage im Iran, über die Lage in der Ukraine, über die Lage in Afghanistan. Ich will nicht selbstgefällig sein, aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass die Menschenrechtsfrage in Deutschland in ganz guten Händen ist in dieser Ampelkoalition und dass wir gemeinsam dazu beitragen, Deutschlands als Menschenrechtsnation international zu stärken. Vielen herzlichen Dank. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird.